So, jeder weiß, dass wir nicht zum Rechten gehören würden und auch nicht wollen. Dass es nicht unser Ding ist. Ich möchte den Rechten auch nochmal sagen, nicht, dass sie enttäuscht sind. Ne? Also, wir garantiert haben unsere Armen, also zumindest die von Lau und die von Jakob, Juden versteckt. Das haben sie uns gar nicht erzählt. Und, aber russische Kriegsgefangene und so weiter und so fort. Das wusste ich. Das haben wir schon als kleines Kind erzählt und später auch immer wieder. Ich möchte die Rechten trotzdem um Hilfe bitten. Sie sind hier am eigenständigsten und schön gesichert. Wahrscheinlich haben sie uns schon kontaktiert und man hat uns das gelöscht. So, und wir sind jetzt die nächsten Tage total aufmerksam. Und zur Not mailen wir auch direkt von unserem Smartphone. Weil unsere Vergiftungen lassen immer mehr nach und wir können immer besser sehen. Und bitte die Rechten nochmal um Hilfe. Schauen sich an da unser kleines Vermögen. Ich weiß nicht, 2 Millionen waren es. Also, wir würden dann auch gut zahlen. Wir können auch einen Job kriegen bei uns. Wenn wir unsere Firmen hier wieder übernehmen. Wenn wir da kein Kommunistenpakt zwischen ist. Müssten aber auch Ausländer akzeptieren. Und möchte Ihnen nochmal sagen, also, da sind viele Ausländer, die können Deutsche sein. Und viele Deutsche, die wir sehen, das sind totale Pfeifen. Ich möchte nicht mit Ausländer vergleichen, ne? Die haben richtig Charakter und würden sogar in ihrer Partei passen. Vielleicht sollten sie einfach nur umstellen, weil sowohl Hitler als auch Stalin und alle anderen Größen sind Idioten gewesen. Genauso wie Honecker oder Brezhnev oder fällt mir jetzt alles nicht so ein, Mielke und so weiter. Ich möchte abbrechen, sonst kriege ich nicht so. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte dringend in Kontakt. Und na, Sie können sich unsere Wünsche ja vorstellen. Sie sollen uns ein bisschen besser kennengelernt haben und können sich auch den Wahrheitsgrad meiner Aussage anhören. Danke.